Ich bin Tamara Moser, ich bin die Leiterin der Globetrotter Sportreise und bin in dieser Funktion zuständig für die Flugbuchung der Schweizer Delegation an den Olympischen Spielen. Als offizieller Reisepartner von Swiss Olympic sind wir bei Globetrotter zuständig, um die rund 110 Athleten plus noch mal mindestens so viele Funktionäre auf Tokio zu fliegen und wieder zurück. Die bringen natürlich recht viel Gepäck mit. Das sind rund 16,5 Tonnen, haben wir gesehen, jetzt in einer ersten Planung auf einem Weg. Und wir sind dann zuständig oder schauen, dass das rechtzeitig und alles gesamthaft bei den Athleten und bei den Funktionären in Tokio ankommt, aber natürlich auch wieder zurück dann heimkommt oder woher sie auch immer nach dem Spiel fliegen. Also das Projekt Olympia, das ist sehr komplex, vor allem wegen dieser grossen Anzahl Leute und dem vielen Gepäck, das wir mitnehmen. Der Anfang macht eigentlich etwa zwei Jahre vor den Spielen jeweils. Also jetzt bei Tokio haben wir im Sommer 2018 bereits schon angefangen, wo uns Swiss Olympic mit den ersten Anforderungen gekommen ist und uns auch eine Basisplanung gegeben hat, wo ich dann schlussendlich Buchung gemacht habe bei der Airline. Die Planung, die tun wir nachher dann nach und nach verfeinern, bis eigentlich kurz vor Abflug. Das Gepäck, das ist auch sehr eine aufwendige Sache bei so einem grossen Projekt. Man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel Nino Schurter nicht nur ein Velo dabei hat oder ein Bike, sondern er nimmt dann einfach mehrere mit. Und über das Gesamte gesehen gibt es natürlich ein riesiges Gepäckvolumen, wo man irgendwie vorab muss koordinieren, dass das alles dann auch rechtzeitig in Tokio ankommt. Ja, es gibt schon Sachen, die mir auch Bauchweh machen. Also eine Stabhochsprungstange zum Beispiel, die kann bis zu 5,20 m lang sein und die lässt sich nicht auseinandernehmen. Und dementsprechend passt sie eigentlich nicht jeder Frachtraum. Also für die Fluggesellschaft ist es immer eine grosse Herausforderung, die zu transportieren. Und da bin ich doch dann auch sehr froh, wenn in Tokio jeder Athlet seine Stabhochsprungstange wieder in der Hand hat. Ich hoffe natürlich, dass der Sommer sehr ruhig wird verlaufen, weil dann habe ich ganz viel Zeit, um der Schweizer Delegation die Daumen zu drücken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.